Prima fürs Klima. Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert Ihnen die Klimaarena in Sinsheim. Bewegungsfans, aufgepasst. Im Ebertpark in Ludwigshafen wird gesportelt, was das Zeug hält. Und damit das auch so bleibt, müssen diese Sportgeräte hier hin und wieder auch gereinigt werden. Und ich sag's mal so, der große Putztag steht quasi schon in den Startlöchern. Angepackt wird am 21. September die Aufgaben verteilt Birgitta Scheib, Leiterin des Seniorenrates in Ludwigshafen. Denn schon im Jahr 2015 hat dieser Verein die 5 Sportgeräte installiert. Jedes Jahr zum Freiwilligentag heißt es dann: sauber machen und pflegen. Sauber machen bedeutet aber nicht, dass hier eine totale Verschmutzung ist, sondern das Saubermachen bezieht sich jetzt auf die witterungsbedingten Verschmutzungen, der Sand, der automatisch gespült wird vom Regen oder so, das machen wir weg. Und damit hoffen wir, damit beizutragen, dass die Geräte wie am Rhein nach 10 Jahren noch so aussehen, als wären sie gestern installiert. Wenn auch Sie sich bewegen wollen, dann melden Sie sich einfach online an und kommen Sie vorbei am 21. September im Ludwigshafener Ebertpark. Weiter geht es in Richtung Norden, in den Kanuverein in Lampertheim. Denn auch dort werden am 21. September viele in Bewegung sein. Was es zu tun gibt, erzählt mir Ulrike Gliem, die Vorsitzende des Kanu-Clubs. Wir werden die Kampfsportmatten in unserem großen Gymnastikraum komplett säubern, grundreinigen, den ganzen Saal nochmal von Grund auf reinigen. Wir haben aber auch hier draußen ganz viele Sachen. Wir müssen unseren Katamaran, unser Trainerboot rausholen, müssen den mit Antifaul bearbeiten, winterfest machen. Wir haben am Steg immer irgendwelche kleine Reparaturen zu machen. Es gibt also jede Menge zu tun. Willkommen ist jeder, denn auch an diesem Tag folgt der Verein seinem Motto: Bewegung grenzenlos. Wir versuchen eben Menschen mit Beeinträchtigungen in den Verein zu integrieren, egal in welcher Weise, ob die jetzt einen Sport machen wollen oder ob die mitarbeiten wollen, ob sie freiwilligen Engagement zeigen wollen. Im Prinzip kann jeder helfen, von klein bis groß, von jung bis alt. Wir haben auch Arbeiten, die Kinder erledigen könnten, wenn sie das möchten. Wir haben auch was Senioren mitmachen können. Und insofern sind da keine Grenzen gesetzt. Ob klein oder groß, jung oder alt, machen auch Sie mit. Weitere Informationen gibt es online unter wirschaffenwas.de. Die Freiwilligentage der Metropolregion präsentierte Ihnen die Klimaarena in Sinsheim. Erlebe, was du tun kannst.